Cesare Barberti war ein italienischer Schauspieler und Synchronsprecher. Leben. Barberti wurde bereits im Kindesalter für Film- und Fernsehrollen verpflichtet, widmete den Schwerpunkt seiner Arbeiten aber zunächst dem Radio. Seine markante Stimme ließ ihn zu einem der meistbeschäftigten Synchronsprecher Italiens werden, er ließ ihn neben zahlreichen anderen US-amerikanischen und internationalen Stars wie Robert Duvall, Warren Beatty, Bruce Lee, Steve McQueen, Steve Martin, Kevin Kline, Jack Nicholson, William Shatner, Alain Delon und Donald Sutherland. 1934 debütierte der Vierjährige als Sohn des von Eduardo De Filippo dargestellten Gouverneurs in Il Cappello a Tre Punte. Bis 1943 entwickelte sich Barberti zum gefragtesten Kinderdarsteller seiner Zeit und ließ bereits in diesen Jahren beachtliches Talent erkennen. So als junger Mozart in Melodie Eterne oder in sentimental-romantischen Rollen der Kriegsjahre. Nach dem Zweiten Weltkrieg konzentrierte sich Barberti auch aus Mangel an Filmangeboten auf das Theater und spielte U.R. neben Paola Barbara den Teufel in Non si dorma Kirkwall von Alberto Perini. 1955-1956 spielte er in zwei musikalischen Komödien des Autorenduos Carinelli Giovannini. Mit Beginn der 1970er Jahre fand Barberti auch Arbeit für Fernsehfilme und als Gast in Serien. Im Jahrzehnt darauf sorgte Pupi Avati für die Wiederentdeckung als Kinodarsteller. 2002 erhielt Barberti den V.I.T.A.G.A. Gualtiero de Angelis für seine Synchronarbeiten. Filmografie 1934 Il Cappello a Tre Punte 1951 Messalina 1983 Zeda 2004 Don Matteo